Ihr wollt das erste Mal mit eurem Motorrad auf die Rennstrecke und habt keine Ahnung, was ihr dafür braucht, was ihr mitnehmen müsst oder wie ihr euch vorbereitet, dann bleibt jetzt dran, hier im Video erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Ich kenne das, ich wollte damals auch mit meinem Motorrad das erste Mal auf die Rennstrecke und hatte keine Ahnung, was ich wissen muss, wie ich mich vorbereite oder wo ich mich darüber informieren kann. Deswegen gibt es hier jetzt ein paar Tipps im Video, wie ihr euch und euer Motorrad im besten Fall auf euren ersten Track Day vorbereitet. Und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen die Angst und den Stress im Vorfeld nehmen, damit ihr euch freut und einfach Spaß bei eurem ersten Trackday habt. Hier im ersten Teil geht es jetzt erstmal darum, welches Material ihr benötigt, welche Ausrüstung und wie ihr euch und euer Motorrad optimal vorbereitet. Da sind wir auch schon direkt beim ersten Punkt, der wichtig ist, und zwar mit welchem Motorrad kann ich denn überhaupt auf die Rennstrecke? Das ist ganz einfach gesagt, prinzipiell mit jedem. Es kommt aber auf das Renntraining an. Das heißt, wenn ihr jetzt ein normales Fahrsicherheits- oder Kurventraining habt, dann könnt ihr da auch mit eurem ganz normalen Straßenmotorrad hingehen. Wenn es euch aber darum geht, hier auf einen richtigen Trackday zu gehen, wo ihr wirklich über die Rennstrecke brettert, dann empfehle ich euch auf jeden Fall nur mit einem Naked Bike oder mit einer Supersportler anzureisen. Auf jeden Fall ein Motorrad, was genug Schräglagenfreiheit bietet. Völlig falsch sind hier zum Beispiel Chopper. Die haben einfach auf der Rennstrecke in dem Sinn nichts verloren. Leistungstechnisch gibt es so gesehen keine Begrenzung. Das heißt, ihr könnt auch mit einem Motorrad, was schon unter 100 PS hat, auf die Rennstrecke gehen. Beachtet dabei aber, dass ihr die jeweils passende Gruppe dafür wählt, damit ihr nicht bei den schnellen Gruppen startet und dann schnellen Motorradfahrern im Weg rumsteht. Außerdem, wenn ihr mit eurem Straßenmotorrad zur Rennstrecke kommt, ist noch ganz wichtig, dass ihr so Dinge wie Scheinwerfer, Lichter und so weiter abklebt, Spiegel abklebt oder noch besser direkt abbaut. Und das Kennzeichen abbaut, damit keine scharfkantigen oder splitternden Teile an eurem Motorrad mehr dran sind. Und ganz wichtig ist natürlich, dass eure Maschine in einem technisch einwandfreien Zustand ist. Fangt am besten damit an, das Motorrad erstmal zu waschen, weil dabei fallen euch kleine Defekte noch am ehesten auf. Achtet darauf, dass die Bremsbeläge ordentlich dick sind, dass die Bremsflüssigkeit ordentlich und frisch ist, dass die Kette gut gespannt ist, ordentlich gefettet ist, vielleicht sogar getauscht werden muss, dass eure Reifen noch ordentlich Profil haben und dass es allgemein zu keinen Leckagen kommt, das heißt kein Ölaustritt, kein Flüssigkeitsaustritt und dass keine spitzen, scharfkantigen Teile von der Verkleidung irgendwo abstehen. Das Ganze wird vor Ort auf jeden Fall vom technischen Service nochmal geprüft und nur wenn ihr den Check überstanden habt, dürft ihr mit eurem Motorrad auf die Rennstrecke. Aber es ist sinnvoller, wenn ihr euch im Vorfeld schon darum kümmert, dass alles Taco ist, weil dann gibt es im Nachhinein auch keine bösen Überraschungen, wenn ihr dann vor Ort weggeschickt werdet mit der Aussage: Nein, vergiss dich! Verpiss dich! Kümmere dich um dein Motorrad, so kommst du nicht auf die Strecke. Wenn du jetzt noch weitere sinnvolle Upgrades für dein Motorrad suchst, dann schau dir mal das Video, was ich hier oben verlinkt habe, an. Da findest du 7 essentielle Upgrades für dich und dein Motorrad. Wenn wir schon beim Motorrad sind, dann kommt auch ganz schnell die Frage auf, mit welchen Reifen fahre ich denn überhaupt auf die Rennstrecke? Kann ich mit meinen Straßenreifen zur Rennstrecke kommen? Oder brauche ich zwingend Slicks? Oder muss ich auch jetzt Reifenwärmer kaufen? Wie sieht das denn da aus? Hierbei kann ich euch sagen, dass ihr natürlich auch mit euren straßenzugelassenen Sportreifen auf der Rennstrecke fahren könnt. Alles, was so in die Richtung Metzeler M7RR, M9RR, Pirelli Supercorsa, Bridgestone S22, S23, alles was in der Liga unterwegs ist, könnt ihr auch bedenkenlos auf der Rennstrecke fahren. Da braucht ihr keine Reifenwärmer dafür. Da müsst ihr euch sonst nicht um irgendwas Gedanken machen. Die funktionieren einwandfrei. Lasst ein bisschen den Luftdruck raus, damit ihr nicht mit den hohen Herstellerangaben auf der Rennstrecke seid, weil dadurch kann der Reifen schnell zum Schmieren anfangen. Aber davon ab könnt ihr selbstverständlich mit den Straßenreifen auch auf der Rennstrecke fahren. Fahrt hierbei dann am besten, wenn ihr zum ersten Turn rausfahrt, die ersten 2-3 Runden gemütlich und steigert euch langsam, um den Reifen aufzuwärmen. Und wenn ihr den Turn fertig gefahren seid, kontrolliert als erstes den Luftdruck, wenn ihr zurückkommt in die Box. Über so Dinge wie Slicks und Reifenwärme müsst ihr euch also am Anfang noch gar keine Gedanken machen. Das kommt dann später, wenn ihr schneller werdet, wenn ihr die Temperatur in dem Reifen halten könnt und wenn ihr einfach ein bisschen mehr Erfahrung auf der Rennstrecke gesammelt habt. So, dann haben wir das Motorrad soweit schon mal gecheckt, dass das in Ordnung ist. Was brauche ich aber denn sonst noch? Da geht es direkt weiter bei euch persönlich und zwar mit euren Klamotten. Hier ist ganz wichtig, dass ihr auf der Rennstrecke eine ordentliche Lederkombi anhabt. Ordentlich heißt Lederkombi. Also keine Textilkombi, sondern eine ordentlich passende Lederkombi. Im besten Fall sogar ein Einteiler, weil ein Zweiteiler, der Reißverschluss ist immer so eine Sollbruchstelle, der gerne reißt, wenn man irgendwo mal doch auf der Nase liegt. Und mit einem Einteiler seid ihr da auf jeden Fall sicherer geschützt. Zusätzlich braucht ihr noch einen ordentlichen Rückenprotektor und einen Brustprotektor, der unter die Lederkombi eingeschoben wird.
Zum Thema Sicherheit und Schutzausrüstung auf der Rennstrecke folgt aber noch ein völlig eigenes, separates Video. Wer das nicht verpassen will, der abonniert jetzt erstmal den Kanal. Als nächstes geht es dann weiter mit dem Helm. Der Helm, ganz wichtig, muss passen, darf nicht rutschen, darf nicht zu groß sein, darf aber auch nicht irgendwo zwicken, am Ohr drücken oder ähnliches, weil wer sich unwohl fühlt und sich ständig mit sich selbst beschäftigen muss, der hat weniger Kapazitäten im Hirn frei, für ordentlich Motorrad fahren zu können und sich aufs Fahren zu konzentrieren. Der Helm sollte natürlich unbeschädigt sein und im besten Fall ein Integralhelm, das heißt kein Klapphelm, keine Halbschale oder sonst irgendwelche Chopper-Geschichten, sondern ein ordentlicher, geschlossener Integralhelm mit einem im besten Fall Doppel-D-Verschluss, weil das der sicherste Verschluss ist. Weiter geht's danach mit den Handschuhen. Die Handschuhe sollten auf jeden Fall einen langen Schaft haben, das heißt, dass ihr nicht mit den kurzen Motocross-Handschuhen da rumeiert, sondern einen langen Schaft haben mit im besten Fall auch doppelten Klettverschluss, damit die Handschuhe ordentlichen Halt haben und nicht im Falle von einem Sturz euch beim Schlittern über den Asphalt ausgezogen werden können. Außerdem achtet darauf, dass sie ordentliche Protektoren an den Knöcheln haben und auf der anderen Seite eine ordentliche Fläche, falls ihr mal über den Asphalt schlittert, die hier vorne geschützt ist. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zu den Stiefeln. Die sollten auf jeden Fall über euren Knöchel gehen. Das heißt, hier nicht mit irgendwelchen Sportschuhen ankommen, Sportmotorradschuhe oder ähnliches, sondern ordentliche Stiefel, die über den Knöchel gehen, die euch ordentlich passen, die nicht zwicken, nicht drücken und vor allem mit denen ihr gut schalten könnt. Mit denen ihr sowohl über dem Schalthebel als auch unter den Schalthebel ordentlich schlüpfen könnt, um euren Fuß richtig zu bewegen. Wenn ihr das dann alles soweit habt, dann packt ihr euch auf jeden Fall noch ein paar ordentliche Knieschleifer ein, weil die werdet ihr auf der Rennstrecke früher oder später definitiv gebrauchen. Eine weitere Frage, die viele Anfänger oft noch haben, ist, wo kann ich denn überhaupt tanken? Gibt es an jeder Rennstrecke eine Tankstelle oder muss ich meinen Sprit selber mitbringen? Ja, hier kann ich euch sagen, es gibt an manchen Rennstrecken tatsächlich eine Tankstelle, wie zum Beispiel in Hockenheim, aber gewöhnt euch an, euren Sprit im besten Fall selbst mitzubringen. Das spart viel Zeit, das spart viel Stress und es spart vor allem auch Geld, weil die Tankstellen an den Rennstrecken selbst häufig teurer sind. Hier könnt ihr einfach hingehen und euren Kanister mitnehmen, dann habt ihr den Sprit dabei. Dann müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen, ob überhaupt eine Tankstelle an der Rennstrecke da ist oder nicht. Und ihr könnt zwischen den Turns ganz entspannt nachtanken, so wie ihr es braucht. Das nimmt euch viel Stress raus. Und ihr seid für den nächsten Turn dann schon direkt vorbereitet, ohne dass ihr nochmal irgendwo extern hinfahren müsst, um euer Motorrad aufzutanken. Eine grobe Faustregel ist, dass das Motorrad ungefähr doppelt so viel verbrauchen wird, als ihr es auf der Straße gewohnt seid. Und ein grober Anhaltspunkt ist, dass ihr euch, wenn ihr mit einem vollgetankten Motorrad zur Rennstrecke kommt, noch für einen kompletten Renntag, der jetzt besteht aus 6x20 Minuten Fahrzeit, nochmal einen 20 Liter Kanister Benzin mitbringt. Das sollte je nach Motorradmodell ungefähr für einen kompletten Renntag reichen. Und am Abend, wenn ihr ein mehrtägiges Event gebucht habt, könnt ihr dann immer nach extern rausfahren und den Kanister immer wieder voll machen. Dann kommen wir noch zur Ausrüstung, die wichtig ist, immer bei jedem Rennevent dabei zu haben. Angefangen hierbei mit Werkzeug. Nehmt auf jeden Fall mal das rudimentäre Werkzeug mit, was ihr braucht, um an euer Motorrad schrauben zu können. Für so Dinge wie Reifenwechsel, Bremsbeläge zu wechseln oder auch mal hier und da die ein oder andere Verkleidungsschraube wieder ordentlich anzuziehen. Außerdem ist es nie verkehrt, Panzertape und Kabelbinder dabei zu haben, weil das Sachen sind, die im Fall der Fälle helfen können, das Motorrad nochmal schnell fit zu machen und zu fixen. Außerdem sinnvoll zu erwähnen, aber jetzt nicht essentiell wichtig dabei zu haben, sind so Dinge wie Bremshebel, Schalthebel und ähnliches oder auch Flüssigkeiten wie Öl oder Bremsflüssigkeit, dass man einfach im Fall der Fälle gewappnet ist, weil man kennt, haben ist besser als brauchen. Weitere sinnvolle Ausrüstung, die ihr mitnehmen solltet, sind dann auch noch so Dinge wie ein Klappstuhl. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr den ganzen Tag irgendwo steht oder auf dem Boden sitzt oder ähnliches, sondern eine Sitzmöglichkeit ist einfach unglaublich wichtig. Außerdem, wenn ihr keinen Boxenplatz habt, schaut, dass ihr ein Pavillon habt oder nehmt euch, wenn ihr keinen Pavillon habt, zumindest wenigstens eine Mütze oder ähnliches mit, weil wenn die Sonne die ganze Zeit auf euer Hirn ballert und euch die Rübe so anschwillt, dann habt ihr keinen klaren Kopf mehr, könnt euch nicht mehr aufs Fahren konzentrieren und liegt früher auf der Nase, als ihr gucken könnt. Dabei auch wichtig zu erwähnen, nehmt genug zu trinken mit. Viel Wasser, aber auch mal einen Schluck Cola oder ähnliches, um den Zuckerhaushalt wieder hochzufahren. Nehmt genug Corny-Riegel oder Bananen oder ähnliches mit.
Einfach, damit ihr euren Körper in Schwung haltet, weil Motorradfahren ist ein Leistungssport. Der geht hier oben auf die Murmel, aber auch auf den Körper. Um da immer ordentlich fit und konzentriert zu bleiben, müsst ihr einfach schauen, dass ihr zwischendurch auch mal was esst und vor allem viel trinkt. Das waren jetzt die ganzen Dinge, die essentiell wichtig sind, wenn ihr das erste Mal auf die Rennstrecke geht. Natürlich gibt es noch viel mehr Sachen, die ihr optional mitnehmen könnt. Sind das jetzt Reifenwärmer, falls ihr doch Slicks fahrt, oder ein Montageständer, vorne, hinten, Zentralständer, was auch immer. Oder sind so Sachen wie noch mehr Ersatzteile, Ersatzschrauben oder ähnliches, noch mehr Werkzeug oder einfach noch was, um eure Komfortzone, eure Wohlfühlzone noch ein bisschen besser zu gestalten. Noch mehr Essen, noch ein Grill oder ähnliches. Das sind Sachen, die sind optional wichtig, das kann jeder nach eigenem Gusto entscheiden. Aber ich habe euch das Ganze mal auf eine Checkliste gepackt, die habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch kostenlos downloaden. Wenn euch jetzt noch was Wichtiges in der Auflistung gefehlt hat oder ihr vielleicht sogar schon erfahrene Rennstreckenpiloten seid, die sagen, ohne das hier gehe ich nie wieder auf ein Rennevent, dann lasst es mich wissen, haut es unten in die Kommentare rein, vergesst nicht, ein Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal. Im nächsten Teil geht es dann darum, vor Ort, wie läuft der Rennstreckentermin ab, wie läuft es ab mit der Einschreibung, was bedeutet die Gruppeneinteilung und welche Rennstrecken sind überhaupt sinnvoll für mich als Anfänger. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was meiner Meinung nach die besten Rennstreckenmotorräder 2024 sind, dann habe ich euch hier das passende Video verlinkt.